Das kürzeste Intro aller Zeiten folgt jetzt. Das ist ein Kim Kardashian Inspired Look, der jetzt nicht neu ist. Ich linke euch mal das Foto ein, was ich gesehen habe, was ich ganz toll fand und gedacht habe, das machst du. Und da das ein ziemlich universeller Look ist, kann den auch ziemlich jeder tragen. Ihr werdet sehen, dass ich am Ende des Videos eine Aquarellstiftfarbe benutzt habe. Das im Prinzip nur, um euch eine Option zu geben. Ich persönlich mag das lieber, wenn die Lippen relativ nude sind, wenn die Augen schon so betont sind. Aber das sind Optionen. Sagt mir, was euch besser gefällt, der eine oder der andere der eine oder andere Lippenton. Das war jetzt nicht das kürzeste Intro aller Zeiten. Nächstes Mal. Versprochen. Oh, los geht's. Wir starten heute mit dem Primer von Too Faced, Prime Polish. Den mag ich ganz gerne, der hinterlässt so einen kleinen silikonartigen Film auf der Haut. Danach lässt sich die Foundation wunderbar verteilen. Ja, und weil ich extreme Pigmentflecken auf einer einzigen Seite habe, genau da, nehme ich mal einen orangetönigen Concealer. Das ist immer gut bei Pigmentflecken oder Augenschatten. Mag jetzt im ersten Mal ein bisschen komisch aussehen, weil es überhaupt nicht mein Hauttyp war, aber es verdeckt unheimlich gut die dunklen Schatten. Ja, hier mische ich mal Cover FX, die Drops, die Golden Drops. Wirklich nur einen kleinen Tropfen, das macht das Gesicht wirklich schön glänzend und ein Tropfen Öl und meine Foundation von, genau, nur ein Tropfen, nicht mehr, meine Foundation von L'Oreal, Infallible Glow, Pro Glow, glaube ich, genau, Pro Glow, ich linke euch das wie immer unten rein. Die drei Sachen mische ich zusammen und habe dann einen ganz geilen Summer Look hoffentlich. Also diese Cover FX Drops sind wirklich ganz toll, die gibt es in 8 verschiedenen Nuancen, sag ich mal. Ich glaube, das ist Sunlight oder Golden Light, was ich mir ausgesucht habe, weil ich ein eher gelbstichiges Gesicht habe, Hautton habe. Aber den gibt es auch für eben ganz helle Haut. Da ist es, glaube ich, Candlelight oder... Ihr müsst mal gucken. Also da gibt es eine relativ große Range, ehrlich gesagt. Aber auch hier schwierig zu bekommen. Aber guckt mal bei eBay rein, so habe ich das auch bekommen. Ja. Dann nehme ich mein Concealer von Bobbi Brown. Ich bin ja nicht so der Concealer-Freund im Sinne von viel. Ich mag das ganz gerne, um sozusagen das Gesicht zu highlighten, aber versuche wirklich direkt unter den Augen am allerwenigsten zu verteilen. Deshalb ist mein V sozusagen auch relativ tief gelegen. Das soll wirklich nur dafür sein, um die Gebiete ein bisschen zu highlighten, aber nicht wirklich so richtig viel Concealer unter die Augen zu packen. Das ist mir dann einfach zu viel. Ganz wichtig, direkt nachdem ich den Concealer unter den Augen aufgetragen habe, damit er eben keine Falten wirft, wie ich immer so schön sage, ruhig mit dem feuchten Beauty Blender unter den Augen sofort das Puder auftragen. Dann sieht das immer ganz besonders geairbrushed aus. So, für das Contouring nehmen wir heute eine Neuentdeckung von NYX. Ein Konturstift, der sowohl hell und dunkel hat. Man muss sich immer ein bisschen beeilen. Ich würde euch raten, eine Seite erstmal aufzutragen und das einzuarbeiten, weil dieser Concealer relativ schnell trocknet auf der Haut, sodass er sich schwierig verteilen lässt, habe ich gemerkt. Also ich würde mich erstmal auf eine Seite konzentrieren, die schön einarbeiten und dann die nächste Seite erstmal auftragen. Seht ihr das? Da habe ich schon Schwierigkeiten. Das, was ich normalerweise Pro Concealer von LA Girl, der lässt sich wunderbar leicht verteilen. Den kann man auch irgendwie 10 Minuten später noch einarbeiten und verschieben. Hier habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, ja, wie gesagt, der relativ schnell trocken wird. Also zügig arbeiten. Ja, und auch da nach getaner Arbeit mit einem Translucent Powder, würde ich sagen, weil wir ja nicht extra noch Farbe irgendwie auftragen, nachdem wir da gerade helle und dunkle Schattierung gesetzt haben. Einmal das komplette Gesicht möglichst dünn abpudern, hat gut geklappt, einmal schön den Haaransatz rein. Und ja, und den nächsten Schritt könnt ihr total weglassen, wenn ihr wollt. Das ist eigentlich so, reicht das schon. Ich hatte einfach Lust, das nochmal zu machen, und das ist die Light and Shade Palette von Kat Von D. Im Prinzip nur nochmal ganz dezent unterhalb der Wangenknoche nochmal einen Akzent des Schattens gesetzt. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch total weglassen.
genauso wie das Schattieren der Nase. Ich probiere es einfach immer wieder und manchmal klappt es und dann denke ich, oh ja, sieht schlank aus und war eine super Idee. Und manchmal denke ich, nee, sieht beknackt aus, weil jetzt habe ich die Nase erst recht betont. Also ihr könnt es machen, ihr könnt es lassen, aber wenn ihr das macht, dann immer sehen, dass ihr sowohl dunkel als auch hell setzt. Das heißt, auf dem Nasenrücken wirklich den hellen Concealer nochmal macht und an der Seite, um die Kontur zu setzen, den dunklen Stift. Ja, ein bisschen Highlight in dem Fall von Models Own. Das ist ja eine meiner neuen Lieblingsmarken, die ich entdeckt habe. Für ganz kleines Geld. Und trage das auch überall meines Lippenbogens, auf der Nasenspitze und auf den Wangen. Ja, als nächstes kommen wir zu einer meiner Lieblingspaletten von Morphe, die 350 All Matte Palette. Und habe da nur das Highlight unter meinen Augenbrauen gesetzt, um dann im wahnsinnig Schnelldurchlauf, weil das habt ihr mich, glaube ich, schon 150 Mal machen sehen, mit meinem Anastasia Beverly Hills Brow Definer die Augenbrauen zu machen, gefolgt von MAC. Und das ist der Augenbrauenstift in Boy Girl, heißt es, glaube ich. So, sorry, da sind wir wieder. Irgendwie hat mein Autofokus versagt. Ja, wir machen weiter mit dem Milani Eyeshadow Pencil, der als gute Grundlage für die Farben gilt, die wir danach auftragen. Gerade wenn man so Glitter aufträgt oder Pigmente, die leicht herabfallen, wenn man sie aufträgt, ist es ganz gut, wenn man so eine etwas, ja, sag ich mal, sapschige Unterlage hat. Außerdem wirken die Farben, die man danach aufträgt, einfach auch viel intensiver. Nachdem ich den Stift aufgetragen habe, nehme ich einen etwas festeren Pinsel und arbeite die Farbe noch mal ein bisschen ein, versuche aber tatsächlich nicht über die Lidfalte hinauszugehen, weil wir da unsere Übergangsfarben haben. Nun kommen wir zu dem Star dieses ganzen Looks, sag ich mal. Von Colourpop ist es die Farbe Mooning. Und die versuche ich tatsächlich mit einem relativ stabilen, dünnen Pinsel aufzutragen und versuche am Anfang das wirklich einzuarbeiten, indem ich es drauf presse und nicht so sehr verreibe. Unten wiederhole ich praktisch nochmal die Schritte, die ich oben gemacht habe, mit den Farben von Rustac von Melt Cosmetics als Grundlage sozusagen und darüber auch die Colourpop-Variante. Jetzt nehme ich mir noch einen schwarzen Kajal, da könnt ihr wirklich den eurer Wahl nehmen und versuche im Prinzip, weil wir noch falsche Wimpern auftragen werden, den Übergang zwischen meinen eigenen Wimpern und den falschen so unsichtbar wie möglich zu machen. Deshalb empfiehlt es sich trotzdem immer, innen und außen ein bisschen Kajal aufzutragen. Ja. Obwohl wir falsche Wimpern machen, ist es immer wichtig, dass man den Ansatz gerade unten der Wimpern nochmal nachtuscht, dann sieht das relativ natürlich aus, wenn man nachher die falschen Wimpern macht. Genau. So, und da wir relativ viel oben auf den Augen gemacht haben, müssen wir definitiv als Ausgleich unten ordentlich tuschen und dann nehme ich meine Too Faced Better Than Sex Mascara. So, und jetzt nochmal ein kleines Special für eine Anfrage, die ich über Facebook bekommen habe, nämlich die Frage, wie trage ich richtig Rouge auf? Also, bei der Frage, wie man das Rouge richtig aufträgt, spielt vor allen Dingen eine Rolle, was man vorher schon aufgetragen hat. Das heißt, wenn wir Highlighter und Contouring hier gemacht haben, dann sollte man versuchen, das Rouge tatsächlich eher hier vorne zu konzentrieren. Sollten wir keinerlei Kontur aufgetragen haben, können wir mit dem Rouge ruhig ein bisschen weiter nach hinten gehen. Da wir aber jetzt Highlighter und Kontur aufgetragen haben, versuchen wir im Prinzip den Rouge, ich habe jetzt mal hier meine Morphe Blush Palette genommen, und dann nehme ich mal die etwas dezentere Rouge hier in der Mitte und versuche das hier vorne möglichst auf mein Apfelbäckchen zu konzentrieren. Und erst wenn ich das meiste Produkt hier praktisch schon eingearbeitet habe, in leichten kreisenden Bewegungen, dann gehe ich einmal so kurz nach hinten weg. Seht ihr das? Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Methode, um alle Sachen, die wir dort aufgetragen, wie Highlighter, Contouring und so weiter, schön miteinander zu vermischen, damit wir keine harten Kanten haben. Also, das war der Rouge-Tipp.
Ja, jetzt kommen wir zu besagter Variante mit einem metallic-braunen Lippenstift. Da fange ich an mit dem Lippenstift von Colourpop, und zwar ist das in Shade Limbo. Das ist eigentlich ein relativ mattes Braun. Damit habe ich angefangen und habe mir das angeguckt und gedacht, ja, kann man machen. Die sichere Variante. Passt vor allen Dingen auch gut zu den Haaren. Aber ehrlich gesagt, als ich es dann drauf hatte, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen langweilig, und ich war irgendwie in der Stimmung, mal was Neues auszuprobieren. Ja, und da ich vor kurzem mir gerade von LA Splash diesen Metallic Lippenstift, also ein Metallic Liquid Lipstick, gekauft hatte, habe ich gedacht, warum nicht einfach nochmal drüber machen. So, und der kommt jetzt im zweiten Schritt. Genau. Also wie ihr seht, es ist im Moment noch relativ matt, und wenn der Lippenstift drauf kommt, soll es einfach sehr viel metallischer werden. Und der Wahnsinn ist tatsächlich auch, dass dieser Metallic-Effekt relativ lange hält. Ne? Also ich habe gedacht, das nutzt sich irgendwie ab, wenn man isst oder trinkt oder so. Aber nein, es hat sehr lange sehr stark geglänzt. Die Frage war nur, fand ich das gut oder fand ich das nicht gut? Wie gesagt, ist eine Option, könnt ihr mal machen. Die haben auch andere Nuancen in diesen Metallic-Farben. Aber für diesen Look war das gar nicht so schlecht. Also es hat euch gefallen, es ist nämlich der fertige Look. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir die Daumen hoch. Ciao, ciao, bis nächstes Mal.